das Level kann ich mich erinnern. Einen coolen Boss und eine coole Surf-Passage und eine echt schreckliche Kletterpassage kann ich mich hier erinnern. Riesenärger mit Riesentrupper. Ups, das wollte ich nicht. Es ist schon komisch irgendwie. Ich habe nämlich so ein bisschen, jetzt wo ich Sunshine so ein bisschen gespielt habe und anfange so ein bisschen reinzukommen, ist die Steuerung zwar direkter und fühlt sich irgendwie eigentlich besser an. Eigentlich eben direkter und deutlicher und eigentlich super, aber irgendwie macht das Movement nicht so viel Spaß wie bei Mario 64. Ich weiß nicht warum. Aber vielleicht muss ich nur ein bisschen reinkommen. Ah, jetzt wollte ich den hauen, ey. Ich bin wirklich, das ist so verwirrend. Mein Hirn ist noch so auf Mario 64 eingestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Spiele dann doch so unterschiedlich sind. Looper sind Feintintenfische, genau. Nein, Mario, come on! Was war denn das bitte? Wo springt er denn hin? Das war nicht sehr nett von dir. Schade, schade. Sind die im Landsberg Förderer Imperium im Weg oder greifen die über ohne Grund an? Die sind nur, ich weiß nicht, das sind entfernte Verwandte. Keine Ahnung. Jede Familie hat so seine schwarzen Schafe. Wer weiß, was mit denen los ist. Kommt hier der Kran her? Kann ich von hier auf dem Kran? Na, lieber nicht. Lieber so, oder? Ja, wie komme ich jetzt runter? Okay.
das U-Boot jetzt optional oder wie? Weil irgendwie, keine Ahnung. Naja, gehen wir zum Boss. Ist aber auch nicht nett. Reißen wir dem einfachen Tentakel aus. Hätte ich auch nicht cool. Der chillt da in seinen Kisten und plötzlich sowas. Oh. Oh. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Muss ich dem irgendwie... Muss ich irgendwas machen? Oh, der hat ganz schön Reichweite mit seinem Tentakel. Okay, ich glaube, ich verstehe schon. Okay, was machen wir jetzt? Das ist gut, oder? Wir machen das. Wasser. Seine einzige Schwachstelle. War halt auch ein Land Squid. Die reiten nicht mal mehr auf Hühnern, ja. Oder noch nicht, vielleicht. Noch nicht. Die sind noch nicht so weit. Ich muss echt ein bisschen in das Movement reinkommen. Ich werde mal ein bisschen die Stadt erkunden. Weil das ist alles noch sehr, sehr clumsy, was ich da mache. Sehr tollpatschig, sehr unbeholfen. Brauchen wir der Yoshi für die Verrückte? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube schon, oder? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich einen anderen Sprung machen, aber ist auch cool. Okay, keine Ahnung.
ist halt so ein Crafter. Ist hier nicht irgendwas... Ich dachte, hier ist irgendwas Geheimes. Aber vielleicht kommt es erst noch. Wer weiß. Oh, danke, dass du meine Wohnung überschwemmt hast. Hier, nimm das Gold. Nimm auch noch meine letzten Ersparnisse. Mir doch wurscht. Naja, gehen wir wieder in Level. Genug rumgesprungen. Passt schon. Ich muss Mario 64 aus meinem... sag's mir, Muskelgedächtnis rauskriegen. Irgendwie. Mein motorisches Gedächtnis. Das war's. Ich habe keine Ahnung, wo das erste Level gleich nochmal war. Warum ist die Stadt so riesig? Gigantisch. Sieht so aus, als könnte man die sauber machen, oder? Aber irgendwie... Ah, jetzt geht's. Ich glaube, ich war zu nah dran oder so. Aber ich glaube, ich habe nicht mehr genug Wasser. Nein! Ah, oh, come on! Da fehlt wahrscheinlich noch ein Tröpfchen. Nervig. Den Körper musst du mit den NPCs labern. Ah. Mit NPCs reden. In dem Mario-Spiel. Was haben sie sich dabei gedacht? Also außer in dem Paper Mario. Da natürlich. Aber klar. Das ist ja ganz was anderes. Ah. Das machen wir nicht. Manchmal finde ich die Sprünge, die er macht, komisch, muss ich sagen. Manchmal hätte ich gern, dass er was anderes macht und er macht's nicht. Und meistens weiß ich nicht warum, ehrlich gesagt. Nein, komm schon! Ich glaube, ich sollte mir gleich wieder Wasser holen, bevor wir es nochmal versuchen. Aber jetzt ist die Glocke schon so sauber, jetzt will ich nicht aufhören. Da warum er jetzt zum Beispiel nicht... manchmal weiß ich nicht genau. Ob es an mir liegt oder an der Steuerung. Ich glaube, es ist schon das Spiel, weil ich zu nah an der Wand stehe, mag er das irgendwie nicht oder so. Kann ich gleich nochmal zurück zum Anfang. Na also. Tut, 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 tut.
Okay. Jetzt muss ich doch wieder in die Kanalisation irgendwie. Ah ja, gut. Na super. Wenn du drückst auf den Controller, gibt es eine Option Technik. Da steht alles drin als Movement. Ach, wenn du Minus drückst. Ja, ja. Ja, gut. Ich glaube, ich weiß ja eh, wie es funktioniert, aber ab und zu will es nicht ganz. Ja, gut, das ist ja eh Standard im Grunde. Ich habe schon befürchtet, dass das nicht leicht wird, zu dem Kirchturm zu kommen durchs Tunnelsystem. Der Spinjump. Genau, aber den Spinjump macht er eben bei mir jetzt leider auch oder hat er jetzt öfter gemacht, wenn ich eigentlich einen Sprung machen wollte, einen Abbremssprung. Und da ist, finde ich, die Steuerung nicht sehr exakt. Oder ist es für mich, fühlt sich einfach noch ungewohnt an. Eins von beidem. Oder beides. Das ist dann Worst Case. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Kanaldeckel, der dann nur mit dem verbunden ist. Oder irgendwie sowas in der Art. Oh, eine blaue Münze. Yuppie. Die Musik mussten sie auch irgendwo unterkriegen. Nur deswegen haben sie wahrscheinlich das Kanalisationssystem hier gebaut. Na, was ist los? Man kriegt ja später noch so ein Turbo. Ah, come on! Gemein. Ich glaube, da drüben muss ich hin, oder? Nee, doch, vielleicht. Könnte schon sein. Oder hier. Nee. Oder? Nee. Hier war ich nämlich vorher. Ja, ja, okay, nee. Naja. Dann gehen wir da rein. Monte Bianco. Das klingt für mich wie... Ich glaube, ein Wein am ehesten. Erstens, das Geheimnis der Hügelhöhle. Ich glaube, ja. Da ist schon unser erster Hardcore-Level. Na dann, bin ich mal gespannt. Wird's Hardcore. Also noch die leichteste Form von Hardcore. Aber schon Hardcore genug, finde ich. Aber das wird jetzt quasi... Ah, Mist, muss ich da eventuell... sieht so aus. Schon sehr viel früher hoch.
Da muss ich ja wirklich über die Blätter. Kann das sein? Anders kommt man vielleicht gar nicht hin. Na dann, gehen wir nochmal zurück. Ist das nicht auch eine Mission, dass man irgendwie alle Bewohner säubert oder irgendwie sowas? Kommt mir bekannt vor. Ah, okay, dann hätte ich mir das sparen können. Jetzt sehe ich es erst. Da gehen wir lang. Oh Gott, ey. Na, das war ja noch ganz easy. Das ging ja noch. Aber die werden richtig, richtig, richtig hart. Ein neuer Level tut sich auf. Oder ein neuer Bereich. Auf der Map vielleicht auch. Ich weiß nicht. Ich glaube, das Level oder beziehungsweise das Setting für Mario Sunshine haben sie auch nur deswegen gewählt,
bei der GameCube wirklich gutes Wasser darstellen konnte. Für seine Zeit. Das war wahrscheinlich der ausschlaggebende Grund, kann ich mir vorstellen. Ein Leuchtturm. Na, ach so, müssen wir denn erst noch